Aha, jetzt bringt er dir die Info mit dem Vorbesteuerbonus. Na gut. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Nein. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Moment mal. Da kommt wer. Ist das der Mond und da die Erde? Hebekraft 3, okay. Blümchen. Lecker. Das sieht aus wie die Erde. Vorsicht! Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. Bist du denn? Hallo Kali. Tschüss Kali. Neuromod. Ah. Danke. Ich glaube, das Ding ist nicht so gut. Taserpistole. Vitalwerte kritisch. Au. Okay, lass mal den nochmal laufen. Da ist eine Kanone. Schießt die auf uns? Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Vitalwerte kritisch.
Okay. Okay, das können wir erstmal lassen. Inventar. Apfel. Ladung. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Gut, dann brauchen wir eine Schlüsselkarte. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Denken Sie daran, sich während Ihres Aufenthalts an Bord einmal im Monat 1964, 1963
Eine streng geheime Verhandlung im Kalten Krieg führt dazu, dass Amerikaner und Sowjets gemeinsam an einer Forschungseinrichtung namens Kletka arbeiten. Kletka, russisch für Käfig, produziert das Skelett und die Kernsysteme der Talos 1. Nach dem fehlgeschlagenen Attentat auf Kennedy bezahlen die USA für das Recht, Kletka als Testeinrichtung nutzen zu dürfen. Diese Periode, bekannt als Projekt Axiom, führt zu vielen Fortschritten in moderner Material- und Biowissenschaft, die der neuralen Modifikation zugrunde liegen. 1980 bis 1994. Die geopolitischen Entwicklungen führen zu einem vorübergehenden Stopp des Projekts Axiom. Die Kletka-Einrichtung wurde nach dem bedauerlichen Pobeck-Unfall, bei dem zwei Wissenschaftler ihr Leben verloren, stillgelegt und geräumt. 2025. Der Transtar-Vorstand wird eingesetzt. Transtar kauft und privatisiert die Kletka-Einrichtung mit besonderem Augenmerk auf Sicherheit und modernsten Verbesserungen. 2030. Die Talos 1 ist voll funktionsfähig. Ein Meilenstein der privaten Raumfahrt. Die erste Neuromod ist erschienen und ermöglicht die spektakuläre Verbesserung des menschlichen Verstandes und Körpers. Zum anderen John F. Kennedy. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Oh, komm mal mit, Kollege. Ich mit dir auch springe. Alle Gegenstände im Abfall, also okay.
Da liegt noch jemand. Die Octavia. Bist du unterwegs? Unterwegs wohin? Octavia, es hat einen Alarm gegeben. Wir müssen uns sammeln. Wie schön, dass du dir Sorgen machst. Aber es hat schon früher Alarme gegeben und ich muss bis zum Ende meiner Schicht noch 3 von diesen tollen Staubsaugern reparieren. Oh, jetzt sind es 4. Gerade wurde noch einer gebracht. Diese Dinger sind der reinste Schrott. Ich glaube, das ist keine Übung, Octavia. Ich schicke dir den Code. Bitte, komm sofort zu den Fluchtkapseln. Kann man das jetzt kaputt machen hier von innen? Fehlerprotokoll. Automatisches Auslöschergeschütz 0.7.6 online. Scanne Ziel, kein Teilmaterial entdeckt. Schlüsselkarte, ja. Material entdeckt. Guten Morgen, Carlos. Frühstück wird bis 9 in der Kantine serviert. Der Code für Ihr Büro lautet 0 5 1.
Sensor. Neustart. Zurück. Das war in den letzten 3 Jahren ihr Zuhause. Das Video dürfte auf ihrem Arbeitsterminal sein. Cool. Waffen-Upgrades, da haben wir schon 2.
Kombinier. Scanne Ziel, kein Teilchenmaterial entdeckt. Da haben wir ja noch eins. Jetzt haben wir endlich mal eine Pistole.
habe sie gefunden. Zahlen wir überhaupt schon herein? Ich glaube, wir müssen noch die Videodatei haben, oder?